Gut. Woran das liegt, finden wir noch heraus. Unsere Regeln sind sehr streng. Jetzt werden wir aber erst einmal vom Torwächter aufgehalten. Bald wieder weg? Ja, in Ordnung. Gorion hat mich gebeten, euch ein bisschen was über die Hohlkunst des Gruppenkämpfes beizubringen. Bevor ihr geht, kann ich euch dafür interessieren, Talisa? Das ist wieder nur Tutorial-Zeug, das bringt uns also nichts. Also sage ich, Gorion ist in Eile, Torwächter. Und ich habe wohl nicht die Zeit dazu, tut mir leid. Ganz sicher, Kleiner? Nee. Besser lernt ihr es jetzt, dann müsst ihr später nicht eure Unwissenheit verfluchen. Gorion hat mich selbst darum gebeten, aber ich frage euch nicht noch einmal. So gering mein Wissen auch ist, so wird es mir doch reichen. Vielen Dank. Außerdem will Gorion mich schützen, wenn ich in Schwierigkeiten gerate. Das ist überheblich. Na gut, in Ordnung. Bringen wir alles bei, was ihr wisst, denn ich muss noch viel lernen. Dann ist gut, Kind. Ist eine Sache, im Kampfgetümmel auf sich selbst zu achten. Aber es ist ganz was anderes, wenn den Überblick über eine Gruppe zu behalten. Ich habe Obed den Illusionist gebeten, ein paar Illusionen für euch im Lagerkeller aufzuschwören. Folgt mir einfach hier entlang, da schließe ich die Tür für euch auf. Also ja, da geht's runter zum Lagerkeller. Bevor wir aber da runtergehen, gucken wir uns erst einmal hier noch hinter dem Haus um. Ja, hier ist noch ein Turm. Also ja, die Kerzenburg nimmt langsam Form an. Das ist so, dass von Baldur's Gate 1, da muss man jedes Gebiet wirklich ganz aufdecken und hat nicht mal Wegpunkte. Die kommen erst im zweiten Teil. Unsere so, Torwächter. Regeln sind sehr streng. Da wären wir, Talisa. Wenn ihr mit Obi noch nicht trainiert habt, dann ist die Tür weit offen. Und ihr müsst lediglich den Cursor darüber ziehen. Bla bla bla. Gorion gehen. Gut. Er verschwindet schon mal darin. Wir gehen jetzt aber erstmal woanders hin. Nämlich hier rein. Diesen Ort übersieht man gerne. Den habe ich sogar bei den ersten beiden Malen übersehen. Das ist das Feldlazarett. Beziehungsweise das Schlosskrankenhaus. Hier ist alles verschlossen und an verschlossenen Sachen vergreifen wir uns als guter Charakter nicht. Wir reden lieber mal mit dem Ogma-Priester hier. Ihr seid also krank? Für mich sieht ihr ziemlich gesund aus, aber man weiß ja nie. Benötigt ihr einen Trank oder so etwas? Ja, wäre sehr nett von euch. Also gut, nehmt diesen Trank. Ja, wir wollen nämlich aufbrechen und deswegen ist es gut, dass wir einen Heiltrank geschenkt bekommen. Der heilt 9 Trefferpunkte, das ist fast unser ganzes Leben im Augenblick. Nichts leichter als das. Aber es ist schon mal gut, dass wir den haben. So, jetzt können wir mal kurz hier reingucken. Weisheit haben nur die Gelehrten. Talisa, der Torwächter hat mich gefragt. Naja, ob ich nicht eine kleine Abschiedsparty für euch ausrichten möchte. Ein bisschen Übung im Gruppenkampf kann nicht schaden, glaube ich. Ich werde es euch ganz leicht machen, bla bla bla. Also die 5 Fuzzis da oben sind eure Gruppe. Ihr könnt frei über sie bestimmen und auch über alle anderen, die mit euch in euren zukünftigen Reisen anschließen. Ja, der Rest ist alles Tutorialgebiet, Gelaber. Gut. Und es geht los, wir müssen gegen Kreischlinge kämpfen. So, wir können uns hier währenddessen mal umgucken. Und mit unserem Dieb, den wir in die Gruppe gekriegt haben, versuchen die Schlösser zu knacken. Was leider nicht klappt. Oder auch doch. Da ist sogar was drin. Ups. Da war nichts drin. Er hatte nur Sachen im Inventar. Gucken wir mal, was. Wer hat was im Inventar, was nützlich wäre? Stab der Himmel, Flammenschlag. Der kann ruhig mit. Aber ich glaube, das bringt nichts. Sobald wir den Raum verlassen haben, verlieren wir alles wieder. Haben nur die Gelehrten. Ja, ich habe genug. Bringt mich nach draußen. Genau. Oh, wir haben... Doch, wir haben ihn verloren. Also ja, das bringt nichts. Nichts leichter als das. Cheaten bringt nichts. Wir kriegen das Zeug nicht, was die anderen Chars bei sich haben. Sonst könnte man das wirklich ausnutzen, den Tutorial-Kampf. Aber wir haben nichts bekommen. Wir können uns jetzt weiter hier umschauen.
Hier sind Schlafbaracken. Und hier müsste die Kaserne sein, genau. Gucken wir erstmal in die Schlafbaracken rein. Und den Fässer. Das Fass ist schon mal leer. Da sind 15 Goldmünzen drin. Das ist ja schon mal schön. Dann gucken wir mal in die Schlafbaracke rein, wer sich da so rumtreibt. Auf meiner Klingel steht euer Name. Noch ein Spitzbube. Du da, du bist doch Gorions kleiner Balk. Oder etwa nicht? Ich bin eine Frau. Also Talisa ist eine Frau. Ja, Beschreibung trifft auf dich zu. So gefährlich siehst du mir gar nicht aus. Das bin ich. Kenne ich euch? Nein, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich werde hier nicht lange verweilen, also macht's nichts aus. Und du wirst hier auch nicht lange sein, also macht's noch wenig aus. Wollte ich nur mal angucken. Hübsches Gesichtchen, aber so toll und auch wieder nicht. Egal, ich liefere deinen Schädel und habe für den Rest des Lebens Abfuss gesorgt. Okay. Unter meiner Würde. Noch einer, den wir einfach mal so umlatzen. Seinen Dolch nehmen. Und mal gucken, was wir hier sonst noch finden. Nix. Okay, wir haben einen Dolch und 20 Erfahrungspunkte. Haben wir schon mal 149. Nichts leichter als das. Ist schon mal ein klein wenig was. Irgendwas nicht in Ordnung? Und noch ein Priester, der uns kämpfen gehört hat. Ich hörte jemanden rufen. Talisa, ist alles in Ordnung? Er ist tot. Wer es auch war. Er ging mit einem Messer auf mich los. Oh Karam, was passiert hier? Das zweite ist ein bisschen grob formuliert, deswegen nehme ich das erste. Es ist nicht dieser Ort, Kind. Sie sind hinter euch hier. Gorion erwartet euch auf der Treppe der Hauptbibliothek. Ihr solltet sofort dorthin kommen, wenn ihr alles Nötige hier im Wirtshaus besorgt habt. Oh, Talisa, ich war so viele Jahre lang euer Lehrer. Und in diesem Moment zweifle ich zum ersten Mal daran, ob ich euch vielleicht nicht genug beigebracht habe. Geht zu Gorion, Kind. Hier seid ihr nicht länger sicher. Ja. Nebenbei. Hull, eine der hier in Kerzenburg ständig anwesenden Wachen, hat heute Morgen sein Schwert in der Kaserne vergessen. Er hat mich gebeten, ihm die Waffe aus der Truhe an der rechten Wand zu bringen. Gut, die Kaserne ist hier. Gucken wir mal in das Fass rein. Ah, nochmal 8 Gold. Gut, hier sollten wir auch den Kommandanten treffen. Ja, hier ist Fuller. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Uff, was für eine durchzechte Nacht. Dieser Hul übertreibt es immer. Deswegen hat er sein Schwert vergessen. Der Ärmste musste heute Morgen auch noch Wache am Tor schieben. Mir ist schleierhaft, wie er das durchhält. Naja, was kann ich für dich tun? Nun ja, eigentlich nichts, aber wir sind mal so und fragen, ob er etwas für uns zu tun hat. Besorgungen? Ja, eigentlich bräuchte ich ein paar Armbrustbolzen. Wenn du vom Windtrupp beim Gasthaus welche besorgen könntest, gebe ich dir das Geld gleich zurück. Ja, ja, für dich springt dabei auch etwas heraus, also schau mich nicht so an. Gut, also. Bei Windtrupp im Gasthaus kriegen wir auf jeden Fall Bolzen, die wir ihm dann bringen sollen. Dann können wir noch Hull sein Schwert bringen. Und dann müssen wir noch der Kuh das Gegengift bringen. Wobei ich mich frage, warum gerade ein Gegengift? Bloß nicht trinken. Gut. So. Dahinter können wir nicht. Also erstmal nicht. Hier ist irgendwie so ein kleiner Hochstand, den wir nicht betreten können. Diesen Anbau hier, der aussieht wie ein Hühnerstall, den können wir auch nicht betreten. Und ja, wir hören irgendwelche Leute im Hintergrund singen. Denen werden wir auch noch begegnen. Und das hier scheinen kleine Schreine zu sein. Ich habe nie herausgefunden, was das wirklich sein soll. Schreine oder Gräber? Zweiteres könnte nämlich auch möglich sein. Wobei bei einer Burg sind die Gräber wahrscheinlich eher in den Katakomben und dem Hauptkomplex. So, damit sind wir einmal rumgekommen. Wir waren jetzt nur noch nicht im Wirtshaus selber drin.
Also wir können uns das Ganze schon mal angucken. Sieht sehr schön aus, die Burg. Tempel, Baracken, alles. Hier der Außenhof, der Haupthof und die innere Befestigung. Und wir können mal hier reingucken. Also hier haben wir noch mehr Lehrer. Und hier fällt uns ein Magier erstmal ins Auge. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Den wir mal ansprechen. Der scheint neu hier zu sein. Oder nee, wir kennen ihn sogar. Ah ja, ich bin zurück in den Heiligen Hallen von Kerzenburg. Wegen dieser Eisenkrise gestaltete sich die Reise von Berikos gefährlicher, als ich es wahrhaben wollte. Ihr seid Gorions Schützling, nicht wahr? Also, wir kennen ihn doch noch nicht direkt. Herrje, ihr habt euch ganz schön gemacht, wenn ihr einem alten Mann, der eifersüchtig auf die Jugend ist, so eine Aussage zugesteht. Ich habe eine Identifizierungsformel mit Teftoril in den inneren Räumen hinterlegt. Er sollte sie bereits überprüft haben. Wenn ihr sie für mich holen könntet, wäre ich euch dankbar. Ja, ein einfacher Identifizierenzauber. Gut, wir können mit Windrop noch reden. Und das Tagebuch durchlesen. Fuller erholt sich gerade vom Medfest gestern Abend in der Kaserne. Nachdem ich ziemlich beharrlich sein musste, hat er sich einverstanden erklärt, mir etwas Kleinstgeld zu geben, wenn ich beim Schankwirt Windrop einen Köcher mit Armbrustpolzen hole. Firebeat Elfenhaar, ein alter Magier, der uns hier gelegentlich aufs Berikos besuchen kommt. Also Berikos kennen wir, wenn wir mal dort sind, sollten wir ihn besuchen gehen. Hat bei Teforil ihr Innenhof eine Identifizierungsformel zurückgelassen. Also wenn ich mich nicht um alles kümmern würde, wäre die Burg schon lange wieder in Schutt und Asche versunken, aus der sie erbaut wurde. Ja, der schwarze Humor. So, die Sachen hier sind verschlossen. Hier wäre ein Dolch, den können wir uns einfach nehmen. Und diese schnüsseligen Adligen hier, Edelmann, Edelfrau, die brauchen wir gar nicht erst ansprechen. Die werden eh nicht mit uns reden. So einfach, wie wir aussehen. Und halbnackt bekleidet. Nichts leichter als das. So, hier haben wir schlafende Leute, die wir nicht ausrauben. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier alles verschlossen ist. Aber wir spicken einfach mal in ihre Schubladen rein, wenn wir das können. Also ja, wenn wir verschlossene Sachen aufbrechen, dann kommen die Wachen und wollen uns verhaften oder Schmerzensgeld von uns verlangen. So, hier sind nur zwei weitere Edelmänner. Die werden nichts mit uns sprechen. Die werden uns für irgendwas gut halten. Aber nichts, was sich zu reden lohnt mit. So, dann können wir mit Windrop reden. Irgendwie ein Klischee in dem Spiel, sind alle Gastwirte ein bisschen stämmiger. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Ist ein Elfenpopo wirklich sauber? Hallöchen, na schaust du mal wieder rein bei deinem alten Kumpel Windrop. Denk an die 5000 Goldmünzen, die gemäß der Sitte in Kerzenburg bezahlt werden müssen. Du weißt schon. Also erst einmal können wir uns tierisch aufregen, das ist aber nicht unsere Art. Wir können ihn für einen Spaßvogel halten oder wir können einfach mal darauf eingehen. Ich fürchte, ich habe nicht das passende Kleingeld für den Eintritt. Ich komme später wieder vorbei. Ich fürchte, du hast zu lange bei diesem missmutigen Mönchen zugebracht und beim Versuch zu scherzen als ernsthafte Einweisung missverstanden. Ich werde doch für deine Gesellschaft kein Geld verlangen. Jedes Kind von Gorion ist bei mir im Gasthaus mehr als nur willkommen. Also kann ich irgendwas für dich tun? Willst du etwas zu trinken, ein Zimmer oder willst du etwas kaufen? Ja, ich möchte etwas kaufen. Also erstmal möchte ich verkaufen. Nicht Hulds Schwert. So, und den Dolch. Genau, Luxauge, 7 Goldmünzen, nicht viel. So. Dann das erste, was wir brauchen, sind Armbrustbolzen. So, die können wir schon mal da abgeben. Dann brauchen wir einen Schienenpanzer für uns selber. Einen Langschild, da will ich aber den schwarzen haben. Auch wenn man das nicht optisch sieht, einen Helm. Weil Helme sind wichtig, die haben nämlich schützt vor kritischen Treffern. Was sehr wichtig ist, weil kritische Treffer einfach mal doppelten Schaden machen. So, und dann brauchen wir noch eine gescheite Waffe.
Und dafür, da wir mit Schwertern anfangen, kommt für mich nur eine Waffe in Wahl, eine Waffe in Frage, das Bastardschwert. So. Das ist das stärkste einhändig geführte Schwert. Das hat nämlich 2W4, also macht 2 bis 8 Schaden. So. Eingekauft, fast pleite. So, ziehen wir uns mal an. So. Rüstung ist angezogen. Schild gibt es nur einen Slot, den Schildslot hier unten. Aus modernen Rollenspielen kennt man das ja so, dass man mehrere Waffensets hat und da halt jeweils ein Schild reinlegen kann. Hier hat man immer nur ein festes Schild. Das heißt, entsprechend kann ich jetzt auch keine Zweihandwaffen mehr ausrüsten. Helm. Und Bastardschwert. So. Jetzt sehen wir doch wie eine Kämpferin aus. Gut. Das sind Questgegenstände. Den Stab können wir jetzt hier zurücklassen. Windtorp wird den schon wegräumen. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Dann würde ich jetzt sagen, wir bringen erst einmal. Wie machen wir es am besten? Wir gehen so rum, geben ihm dann sein Schwert, gehen hier durch, holen uns die Schriftrolle ab und geben die dann ab. Ja, gehen erst in die Kaserne, geben dann die Schriftrolle ab. Und dann schauen wir weiter. Ja, und dann gehen wir zu Gorion, weil wir dann fertig sind eigentlich. Aber erstmal kriegst du... Womit kann ich dienen? Den Heiltrank. So lasst uns fröhlich singen, zusammen würden wir es weit bringen. Naja, wir beide zusammen würden vermutlich nie die Mauer von Kerzenburg von außen sehen, oder? Man sagt, die Räuber da draußen haben es nicht mehr auf Gold und Juwelen abgesehen, sondern nur noch auf ganz normales Eisen. Daher die Eisenknappheit und die Karawanen, die ausbleiben. Das ist eine von diesen Dings da, Paradoxien oder so ähnlich. Es ist gefährlich, also sollte man eine gute, solide Rüstung tragen und eine Axt, auf die Tempus neidisch werden könnte. Tempus ist der Kriegsgott der Barbaren, es mal anzudeuten, obwohl die Barbaren ihn Tempos nennen, also mit O statt mit U. Aber anstatt dich zu schützen, zieht das lediglich die Räuber an. Bei allem, was mir lieb ist, ich bleibe sowieso lieber hier.